Servus. Ich freue mich sehr. Ja. Komm, lass uns reingehen. Im Sommer ist es natürlich immer so, wenn du im Frühjahr im Sommer, wenn du lange Haare hast, dann ist es natürlich immer, wenn es heiß wird, immer so eine Sache irgendwie, dass es ein bisschen zu heiß und zu viel wird. Und da gibt es eine ganz einfache Sache, wo du die Haare wirklich in vier große Passés unterteilst und separierst und dann wirklich das Ganze zum Knoten anfängst. Das kannst du mit nassen Haaren genauso gut machen wie mit trockenen Haaren. Ja, du kannst das, wenn du möchtest, natürlich ein bisschen opulenter machen und antupieren am Ansatz, dass das Ganze mehr Textur bekommt. Aber im Endeffekt genügen zwei kleine Gummiringeln und zwei Spangeln, um das Ganze festzustecken. Und Schritt 1 ist, dass du ein großes Dreieck am Oberkopf herausteilst. Und dann machst du sofort einmal einen Knoten hinein und dann fangst du an, auf den Seitenpartien ganz einfach Sektionen zu nehmen. Wobei das kommt ganz darauf an, ob man jetzt viel Haare hat oder feine Haare hat oder lange oder kürzere. Aber ich würde sagen, so drei Passés auf beiden Seiten reichen. Und dann fangst du ganz einfach an, die vordere Partie mit der zweiten Partie zu verknoten. Dann nimmst du die obere Partie dazu, machst wieder einen Knoten. Dann nimmst du die hintere Partie, machst wieder einen Knoten. Und im Endeffekt ja, hast du dann diese verknoteten Partien, die im hinteren Bereich wieder zusammenkommen oder die dann auch verknotest und dann wieder einen Gummi und mit einem Spangerl ganz einfach hineinsteckst, dass das Ganze im Nackenbereich schön sitzt. Das heißt, schaffst an und für sich allein, wenn du ein Clipsal hast, mit dem du die Knoten nämlich dann festgibst, ja, und das auf der anderen Seite machst, dann ist es an und für sich eine Sache, die echt gut funktioniert.